Wir lassen Abstand. Ist okay. Wir fahren langsam. Ja, ist okay. Wir fahren mit 67 über die Autobahn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und willkommen zurück im ETS 2. Wir waren das letzte Mal ja nach der Fracht Richtung Bremen oder nach Bremen stehen geblieben, wobei das noch nicht ganz relevant ist, weil wir haben ja noch kein LKW. Deswegen können wir im Prinzip noch losfahren, von wo wir wollen. Das wird sich natürlich ändern, wenn wir dann einen LKW haben. Sind es aber gerade mal bei 10.000 Euro. Und ich habe mir schon mal ausgesucht, was wir als erstes kaufen werden, nämlich ein DRF. Können wir mal kurz schauen, wie das dann ausschaut. Also man wählt sich dann eben einen Händler aus und bekommt dann hier eben bis, also 8 LKWs in verschiedensten Ausführungen angeboten, wobei es immer zwei Modelle gibt. Es gibt hier zum Beispiel jetzt, also es gibt den DRF XF und den XF Euro 6. Der Euro 6 ist natürlich etwas moderner, ist sozusagen der Nachfolger des XF. Sieht man auch, ist halt ein bisschen moderner gestaltet und ein bisschen dem aktuellen, was eben so aktuell auf der Straße los ist, angepasst. Und ja, wie man sieht, also das ist eigentlich das Ding, was ich mir dann auch als erstes kaufen möchte, ist aber mit 104.000 Euro noch ein klein wenig entfernt von dem, was wir jetzt haben, nämlich mit 10.000, da brauchen wir noch 90.000. Und deswegen suchen wir uns einfach mal direkt den nächsten Auftrag. Und da wir jetzt schon ein paar Städte erkundet haben, nämlich Hamburg und Bremen, können wir jetzt auch von diesen gegebenenfalls Aufträge annehmen. Hier gibt es jetzt zum Beispiel einen Auftrag, direkt auch mit dem DRF, dann würde ich sagen, nehmen wir den gleich, weil das ist auch der lukrativste mit 9.000 Euro. Chemikalien von Hamburg nach Swinoujscie, Swinemünde würde es glaube ich in Deutsch heißen, und A50 von Zwolle nach Arnhem, das ist in den Niederlanden, und dann geht das Ganze los. Voilà, da bin ich falsch hingekommen, da wollten wir jetzt gar nicht hin. So, jetzt also auf dem Weg nach Swinoujscie. Schaffen wir das denn in einem Ruck? 7 Stunden 49 würde es wahrscheinlich dauern. Und in 10 Stunden müssten wir erst Pause machen. Oder nach 11 Stunden. Also eigentlich nach 10 Stunden. Ne? Zumindest nach der deutschen Gesetzgebung ist nach spätestens 10 Stunden Fahrt Schluss. 9 bis 10 Stunden darf man. Ach, wollten doch jetzt eigentlich hier rechts rum. So, den Route Advisor können wir diesmal wieder ausmachen, weil wir haben wieder einen Navi unten rechts. Fahren wir jetzt hier, glaube ich, auch, genau, wir fahren jetzt auch in die Dämmerung, das heißt, werden dann auch mal den ETS bei Nacht bewundern können. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt hier ein bisschen quer auf der Straße stehe. Bin ein doofer LKW-Fahrer, der nicht weiß, wo er hin will. Eigentlich fahren wir zur Autobahn. Warum sagt der eigentlich Autobahn geradeaus, aber wir fahren da lang? Ach so, weil wir ein kleines Stück... Können eigentlich auch geradeaus fahren. Das ist das, was ich in der ersten Folge angesprochen hatte. Nicht immer dem Navi vertrauen. Wir vertrauen dem Navi jetzt mal nicht und fahren geradeaus. So. Und spielen dem Navi einen Streich. In der Regel passt er sich dann auch gleich an. Manchmal kriegt er das aber nicht so mit, wo wir hinwollen. Ah, genau. Jetzt hat er es mitgekriegt. Hat sich die Route unten rechts angepasst. Damit wir eben jetzt erst hier rechts rumfahren. So. Sind ein bisschen schnell gerade. Kann das sein? Ah ne, wir dürfen ja 80. So, hier müssen wir kurz gucken. Kommt einer? Nein, da kommt keiner. Also rüberziehen und ab geht er. Und dann sind wir auch wieder auf der A7. Fahren jetzt im Prinzip ja ein Stück die Strecke wieder zurück, die wir in der ersten Folge Richtung Hamburg gefahren sind. Was macht er hier? Kollegen, Freunde, Römer und Genossen, das Ding heißt Beschleunigungs... Aber es gibt hier keinen... Warum gibt es hier eigentlich keinen Beschleunigungsstreifen? Wie soll man denn hier auf die Autobahn kommen? Es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn wir die andere Route gefahren wären. Nun ja, wir stehen dann hier mal jetzt mal. Und hoffen darauf, dass irgendwann mal kein Auto mehr auf der rechten Spur kommt, damit dann die KI da auch losfährt, vielleicht. Ah, einer ist losgefahren. Das ist aber immerhin nett. Da fährt noch einer los. Vielleicht kommen wir heute auch noch auf die Autobahn. Also ich weiß nicht, ist das im Realen auch so? Das wäre ja grausam. Also ohne Beschleunigungsstreifen?
Macht man sowas heutzutage noch? Joach. Kommen wir erstmal nicht rauf, ne? So, wenn du jetzt mal Gas geben würdest, dann könnte der Kollege vor mir hier auch rauf und dann könnte ich auch rauf und dann könnten wir mal losfahren. Kommt keiner? Also, ruf auf der Autobahn. So, müssen wir uns dann jetzt auch gleich nach links einfädeln, weil wir wollen ja nicht wieder runter von der Autobahn. Da kommen wir mit ganz schön Tempo vorbei. Hallo? Also, jetzt erstmal wieder Richtung Berlin. Gucken wir uns mal kurz die Route an, wo wir jetzt hinfahren. Er schickt mich jetzt aber ein bisschen anders. Ne? Hinzug sind wir hier unten rumgefahren. Jetzt schickt er mich hier oben rum zurück. Okay, das heißt, wir streifen hier oben sozusagen den Berliner Ring, dann die A11 nach Richtung Stettin. Und ja, hier haben wir Stettin und dann da oben Swinemünde. Übergrenzen, ja. Genau, wir übergrenzen dann die Autobahn. Nein, wir überqueren dann die Grenze auf der Autobahn. Erstmalig nach Polen. Da das aber inzwischen alles Schengen ist, gibt es da auch keine Grenzkontrollen mehr. Das ist inzwischen alles abgeschafft. Zumindest in den EU-Ländern gibt es das alles nicht mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt hier... Genau, wir müssen, weil wir wollen ja Richtung Berlin. Auf der A1 und dann der A24. Müssen wir mal ein bisschen bremsen, weil sonst nehmen wir da vorne die Leitplanke mit. Manche Kurven sind unverhofft eng. Jo. Jetzt wird es auch langsam dunkel, es fängt langsam an zu dämmern. Das Licht kann man dann in zwei Stufen, hier sieht man es, also das ist Standlicht. Ich nehme es aber auch einfach als Tagfahrlicht manchmal, wenn es ein bisschen dunkler ist, also oder auch gerade in der Dämmerung. Also wirklich ein Unterschied ist da jetzt nicht. So, was wird das hier? Hallo? 70? Wir fahren 50. Warum fährt er 50? Was ist das? Ein Minifahrer wird jetzt überholt von einem DRF-LKW. Herzlichen Glühstrumpf, mein Freund. Das Fahren lernen wir doch mal. Auf der Autobahn gurkt er mit 50 rum. Junge, Junge, Junge. Da kriegst du ja auch Krätze. So, das ist jetzt weit genug hinter uns. Müssen wir jetzt hier eigentlich uns rechts halten? Ich glaube ja. Genau. Wir müssen nach Lübeck, Rostock, Berlin. Also eigentlich nach Berlin. Das lassen wir mal ein bisschen rollen, hier mit 88, ein bisschen schnell. Meistens fahre ich allerdings auf der Autobahn, also im ETS mit 85, finde ich einfach eine angenehmere Geschwindigkeit als 80. Und wechseln dann jetzt auf die A1. Na, hier haben wir ein bisschen zu kämpfen, hängen ja immer 19 Tonnen dran. Das heißt, je nachdem, wie viel Fracht man hinten drauf hat, verhält sich natürlich auch der LKW. Beziehungsweise, wenn man gar keinen Trailer dran hat, dann ist der auch mal ganz schnell auf 70, 80 km/h. So ohne Trailer. Aber eben mit 19 Tonnen Chemikalien auch noch. Ich glaube, es waren Chemikalien da hinten drauf. Also hat sich doch das Skillen der ADR-Klasse gelohnt. Wir blinken auch mal einfach mal frech. Wenn der das kann, können wir das auch. Nämlich dann gleich ein bisschen mehr Geld, wenn wir die Fracht abliefern, weil wir durch dieses ADR etwas mehr Geld dann reinbekommen. So, was ist er hier? Ein sehr langsamer Kollege. Ja, mit knapp über 60. Ja, ne? Gut Ding, möchte ja Weile haben. Wir wollen heute nicht mehr ankommen, ne? Ja, der ist mir jetzt echt zu langsam. Oder kommt noch einer? Entschuldigung. Aber jetzt rüber und dann mal vorbei an ihm hier. Und dann mal wieder Fuß aufs Gas und ab dafür. Wir wollen ja noch ankommen. Ja, hier auch die Schilder und so weiter, alles. Also die Autobahn ist... Wurde alles durch Promos hinzugefügt. Das gibt es im Originalspiel alles nicht.
da sieht die Autobahn halt nur aus wie wirklich Straße mit vier Spuren bzw. sechs geradeaus, ein bisschen links rechts und naja, viel drumherum ist da nicht. Also auch zum Beispiel hier diese Begrenzungsmarkierungen, also hier diese schönen, in Trucker-Fachkreise auch Pinguine genannt, na, also die Bremsen da rechts mit den Reflektoren drin, die reflektieren hier tatsächlich im Originalspiel, also ohne Pro-Mods. Na, das ist schön, dass er hinter uns bleibt, dann können wir überholen. Ja, was wollte ich sagen? Also, die reflektieren hier tatsächlich dann auch das Licht, was im Original auch nicht so ist. Und das sieht natürlich gerade im Dunkeln, wenn man vielleicht auch noch, also auf der Autobahn jetzt nicht, aber auf der Landstraße sieht das schon sehr genial aus. Wenn man dann so mit Fernlicht, weil gerade kein Gegenverkehr ist und man ist allein auf der Straße, fährt man irgendwann mit Fernlicht. Und dann sieht das schon sehr nett aus, wenn dann die ganzen Poller dort das auch reflektieren. Das sieht dann schon sehr nice aus. Ne? Also das ist dann die dritte Stufe, die man beim Licht einschalten kann. Also man kann also einfach, das ist jetzt normales Abblendlicht und dann hätte man hier noch das Fernlicht. Allerdings mag das die KI nicht, wenn man sie anblendet. Das heißt, die machen dann mal Lichthupe zurück, wenn man ihnen mit Fernlicht entgegenkommt. Licht können wir es auch mal anlassen, weil es wird ja langsam düsterer. Wir haben es jetzt auch schon 19.14 Uhr im Spiel, 15 jetzt. Und eine Temperatur von 22 Grad außen. Temperatur hat hier, glaube ich, nicht wirklich einen Einfluss auf die Fahrweise. Was Einfluss hat, wenn wir das vielleicht noch irgendwann sehen, ist Regen. Ich habe die Regenwahrscheinlichkeit so auf ein Viertel, weil sonst regnet es einfach zu oft. Und das ist auch auf Dauer nervig. Allerdings habe ich auch dafür eine Textur installiert, damit der Regen auf der Scheibe ein bisschen schicker aussieht. Ist allerdings auch relativ ressourcenfressend, also da kommt dann meine Grafikkarte schon an ihre Grenzen und das mag was heißen in einem Simulatorspiel. Da schaukelt sich meistens die Hardware ja, ihr wisst schon, ne? Die Hühnerausscheideprodukte. Witch Doc Dosse kommen wir jetzt, das kenne ich dann wieder. Witch Doc Dosse, da bin ich zumindest schon mal mitgefahren im Auto. Och, und dann ist hier wieder so ein Schleicher, der Gas gibt. Naja, das ist ein bisschen tricky, die KI, also Autos, die hinter LKWs fahren, die verhalten sich ein bisschen tricky. Die fahren nicht gleichmäßig genauso schnell wie die LKWs, sondern die fahren langsam, geben dann Gas, fahren dann sozusagen in den minimalsten Sicherheitsabstand, lassen sich dann wieder zurückfallen und geben dann wieder Gas und lassen sich dann wieder zurückfallen. Das macht, wenn man als LKW-Fahrer dahinter ist, total Spaß. So, was ist mit ihm hier? Auch nicht der schnellste. Hat viel geladen. Mit Kran drauf. Na gut. Oh, jetzt müssen wir aber rechts rüber. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Stoff geben. Das sieht jetzt keiner. Dass wir jetzt hier mit über 90 nach rechts rüber ziehen und dann geht das los. Das sieht keiner. Entschuldigung. Muss jetzt sein. Wir müssen ja hier nach Berlin. Sonst fahren wir ja nach Rostock. Nach Rostock wollen wir jetzt nicht. Ja, was denn nur? Oh. Wäre vorbeigefahren? Naja, ich sag jetzt mal nichts. Ja, es gibt übrigens auch den Rüttelstreifen, ne? Also rechts, wenn man drüber fährt. Wobei, auf deutschen Autobahnen hat das Promats irgendwie nicht so durchgängig hingekriegt. Können wir probieren. Ja, da passiert nichts, wenn man drüber fährt. In den originalen Abschnitten, beziehungsweise auch in Polen zum Beispiel, da ist ja, das ist mein eigenes Projekt gewesen. Polen Rebuilding nennt sich das, oder nannte sich das. Inzwischen ist es ja Teil von ProMods. Und deswegen ist gerade auch Polen sehr detailliert ausgebaut worden. Und eben kein Vergleich mehr zu dem Original DLC. Wobei auch die DLCs nicht schlecht sind. Also gerade das Skandinavien DLC. Ich fahre sehr, muss ich sagen, sehr, sehr gerne im ETS dort oben im Norden, gerade Norwegen. So, das ist eine wunderschön designte Gegend dort. Also da haben sich die Entwickler, sowohl das ProMods-Team als auch SES auch richtig, richtig Mühe gegeben. Das sieht 1A aus, wenn man da so ein bisschen durch die Fjorde und die Berge hoch, runter. Das sieht sehr nice aus. Hoffe ich, dass wir da, dass uns da auch mal eine Tour irgendwann in die Richtung bringt.
So, warum fahre ich eigentlich die ganze Zeit mit Gasfuß? Ich habe doch ein Tempomat, was übrigens etwas sehr Angenehmes ist in dem Spiel. Der Tempomat. Weil er eben dann die Geschwindigkeit hält. Oh, ohne dass man ständig aufs Gaspedal oder wie in meinem Fall auf die Tastatur drücken muss, weil irgendwann kriegt man dann Krampf im Finger. Man kann den Tempomaten übrigens auch einstellen, eine gewisse Toleranzgrenze. Das heißt also, auch hier ist so ein gewisses Rollen dann angesagt. Das Spiel lässt also den LKW dann über die, zum Beispiel jetzt habe ich 85 eingestellt, das Spiel würde dann ihn jetzt rollen lassen bis 89 und erst dann bremsen. Wobei es mit dem Bremsen hier leider nicht so ganz funktioniert. Das Spiel nutzt nur, soweit ich weiß, den Retarder zum Bremsen. Also es bremst nicht aktiv mit Bremse, sondern nur mit dem Retarder. Und der schafft es manchmal nicht wirklich, zumindest hier in dem Spiel. Im realen Leben mag das anders sein, aber hier im Spiel schafft es der Retarder nicht bei wirklich größeren Gefällen, den LKW im Zaum zu halten. Da muss man dann tatsächlich auch mal nochmal selber nachbremsen. So, wir müssen jetzt hier weiter geradeaus. Wir wollen ja Richtung Frankfurt oder Prenzlau, Oranienburg. Ne, eigentlich nicht, aber in die Richtung auf jeden Fall. Hier könnten wir jetzt nach Stralsund oder Oranienburg, wobei Stralsund hier nicht integriert ist und auch die Straße dorthin meine ich nicht. Können wir kurz mal gucken. Ja, genau, hier ist hier hinten einfach nur noch eine Firma und dann ist hier Feierabend. Na, irgendwo würde es sonst hier oben wahrscheinlich. Vielleicht, man kann ja sehen, da ist ein Ende und da ist ein Ende. Vielleicht planen die ProMods-Entwickler da irgendwann hier noch eine Straße hinzubauen, vielleicht mit einem Ort dazu. Mal sehen. Denn auch die A20, wenn ich jetzt nochmal, Entschuldigung, dass ich hier nochmal unterbreche, die A20 fährt ja hier auch lang Neubrandenburg die Ecke dann. Vielleicht kann man Neubrandenburg hier irgendwo noch mit reinbauen. Schauen wir mal. Aber das ist, glaube ich, nicht die Priorität des ProMods-Teams jetzt unbedingt nur in Deutschland, sondern erklärtes Ziel der Entwickler ist es ja, komplett Europa zu integrieren und nachzubauen. Und da sind sie auf einem sehr guten Weg, das auch zu schaffen. Wobei sie natürlich noch nicht so weit sind wie jetzt ein TSM oder so. Aber wie gesagt, TSM setzt eher auf Quantität als auf Qualität. Sieht bei weitem nicht so schön aus, die Map. Sorry, aber ist so. Aber es mag ja auch Leute geben, die mehr auf Quantität setzen, die also wirklich möglichst weit fahren wollen. Ne? Im TSM ist ja auch so Dinger wie Ägypten drin. Wobei ich persönlich, es heißt ja ETS, European Truck Simulator. Finde ich persönlich, gehört Ägypten einfach nicht mehr dazu. Aber gut, jetzt ein African oder so Truck Simulator für den afrikanischen Kontinent zu machen, würde jetzt auch sinnlos sein. Weil so gut ist jetzt das Straßennetz da auf dem Kontinent nicht. Russland, Asien könnte man eventuell, ne, gerade Russland mit den weiten. Ist ja durchaus auch noch eine Möglichkeit eventuell, aber im Moment konzentrieren sich die Entwickler ganz auf ATS und natürlich auch auf ETS, weil, das ist das Gute, der ATS, der ja noch relativ neu ist, nutzt dieselbe Engine. Das heißt also, alle Änderungen, die jetzt das Gameplay an sich betreffen oder die Trucks oder irgendwelche neuen Funktionen, werden höchstwahrscheinlich dann auch früher oder später, wenn nicht sogar zeitgleich, im ETS verfügbar sein. Was einfach den Grund, ne, hat dieselbe Engine, braucht man also nur einmal entwickeln. Und somit wird natürlich auch der ETS 2 immer noch Content nachbekommen. Was ich sehr schön finde. ATS mag ich im Moment noch nicht so, weil einfach ja ein bisschen wenig Content drin ist. Und der Content, der da ist, ist auch ziemlich klein. Die haben da noch eine andere Skalierung drin. Das heißt, diese amerikanischen Weiten so stundenlang über Highways, das kommt in dem Spiel tatsächlich noch nicht rüber. Man ist da sehr oft von A nach B gefahren, ohne dass man jetzt dachte, war ich jetzt auf dem Highway. Aber die Entwickler haben schon gesagt, sie werden den ATS auf dieselbe Map-Skalierung bringen wie den ETS 2, also auf 1:19. Und dadurch ist dann das Fahrgefühl dann auch was ganz anderes. Aber das wird ein Weilchen dauern, weil sie müssen natürlich dann die Lücken, die dort entstehen, entsprechend auch wieder mit Content füllen. So, wir gucken jetzt nochmal zurück. Wo wollen wir denn hin? Nach Stettin, geradeaus. Ja, hier gerade müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, wenn ihr jetzt ProMods verwendet.
die Navigation schickt euch sehr gerne jetzt hier rechts die Straße entlang. Also ihr würdet also hier rechts abfahren, dann hier die Straße rechts lang und dort vorne wieder drauf, was natürlich keinen Sinn macht und was auch kein LKW-Fahrer machen würde. Der bleibt einfach auf der Autobahn direkt drauf. Also da einfach nicht immer nur dem Navigationssystem vertrauen, sondern auch mal den Straßenschildern und entsprechend diesen folgen, dann funktioniert das auch. So, wer ist hier jetzt langsam? Ja, ist da wieder bildet sich immer so eine Kolonne. Ja, er fährt schon mal rüber, das ist sehr nett. Nützt uns jetzt aber auch nichts, weil der Bus da vorne, der ist langsam. Ein Reisebus, die sollten doch eigentlich schneller sein, oder? Krepelt er hier hinter dem LKW rum? Also wenn ihr wirklich nicht überholen wollt, die LKWs fahren so eine ganz komische Sache, irgendwas so zwischen 77 und 78 und mal wieder 77. Aber jetzt ist hier schon Grenzübergang. Ja, das ist der Grenzübergang zu Polen. Wie man sieht, keine Grenzkontrollen mehr. Hier stehen zwar noch die Hütten, früher von den Grenzkontrollen, aber ansonsten. Und hier wird man gleich mit Leuchtreklame begrüßt. Welcome to Poland und das andere, entschuldigt, aber polnisch lese ich jetzt nicht. So, und kaum ist man in Polen, hat man hier eine Baustelle. Das haben sie auch immer sehr gut umgesetzt. Gerade in Polen hat man sehr viele Abwechslungen. Also da ist mal plötzlich eine Baustelle oder ein Feuerwehreinsatz, habe ich auch schon gesehen. Was halt immer wieder für Abwechslung sorgt. Und das finde ich sehr schön. Das macht Spaß dann, in Polen zu fahren. Auch wenn ich gerade die polnischen Landstraßen als solche nicht mag. Die sind sehr kurvig und eng. Und was ist das für ein Klutsch? Klutsch? Könnte sein. Jetzt krepe ich hier echt hinter diesem nutzlosen Bus rum. Deutschen Bus. Kennzeichen F. Frankfurt? Keine Ahnung. Also Autokennzeichen, die rate ich jetzt nicht auch noch. Können wir jetzt nicht hier abfahren oder so? Kannst du abfahren? LKW fährt schon mal ab, dann könnte jetzt der Bus schneller fahren, oder? Ja, oder abfahren. Ganz geniale Idee. Geniale Idee. Besser konnte es gar nicht laufen. Er fährt ab, dann fahren wir weiter. So, jetzt ist 80 angesagt. Weil dort rechts eine Auffahrt kommt. Und dann auch gleich wieder eine Abfahrt auf dem Rasthof. Ist auch abenteuerlich gebaut. Ob das im wahren so ist, weiß ich nicht im wahren Leben, aber Polen sind manchmal etwas kreativ, was das angeht. Ist tatsächlich so. So, jetzt hier auch schön beleuchtet, die Schilder. Ist ja schon dunkel. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Nach Świnoujście hier müssen wir immer noch. Also, Entschuldigung, würdest du mir bitte nicht direkt von LKW fahren? Unglaublich. Ein Vogel. Hier Lichthupe geben. Was die übrigens nicht interessiert, die KI, ob man den jetzt Lichthupe hinterher gibt oder nicht. Das ist denen völlig egal. Oh, hier rechts ist noch ein Mähdrescher bei der Arbeit. Um die Uhrzeit noch. Aber auch immer mit Licht. Na gut. Wobei ich jetzt bezweifeln möchte, dass es um halb elf noch ein Drehmescher, genau. Drehmescher, der berühmte Drehmescher arbeitet oder am Werke ist, weil ich möchte auch bezweifeln, dass es um 22.36 Uhr noch so hell ist. Warum ist das so hell? Ist Sommer wahrscheinlich. Im Sommer ist hell. Um 22, jetzt um 22.45 Uhr. Also mir persönlich dauert die Dämmerung manchmal ein bisschen zu lange, also gerade, also gut, in Norwegen und so mag das ja sein, das ist nah am Polarkreis, da ist es entweder einen ganzen Tag hell oder einen ganzen Tag dunkel, je nachdem welche Jahreszeit ist. Oh, jetzt müssen wir uns hier einordnen. So, den lassen wir noch vorbei und dann ziehen wir rüber. Der dahinter lässt doch ordentlich Platz, das ist sehr nett. Oh, jetzt dürfen wir nur noch 70 fahren, na gut. Einigen wir uns auf Kompromiss 75. Da müssen wir jetzt nicht ganz so stark bremsen. Und sind jetzt also offensichtlich auf einer Landstraße oder irgend sowas. Ja, hier.
Auch wunderschön das Wasser, finde ich. Wie dann auch die Sonne noch reflektiert wird. Großartig. Sieht sehr schön aus. Habe ja noch einen Mod installiert. Ja, ich habe viele Mods installiert. Auch ein Mod installiert, was sozusagen die Vegetation links und rechts ein bisschen schicker aussehen lässt. Weil das auch im Original ETS 2 so ein bisschen langweilig aussieht. Und das so sieht einfach ein bisschen schöner aus. Ein bisschen grüner. Ein bisschen mehr Vegetation. Ein bisschen bessere Vegetation vor allem auch. Und ja, jetzt kommen wir, glaube ich, jetzt sind wir, glaube ich, ah, die Gegend hier kenne ich doch. Ja, du darfst rüber, dann fahr halt rüber. Oh, er fährt nicht. Na, dann hast du Pech. Dann bleib halt stehen. Beschleunigungsstreifen. Wofür steht wohl das Beschleunigung in Beschleunigungsstreifen? Preisfrage. Wer es weiß, Glückwunsch. Hat gewonnen. So, jetzt hier so ein Kreisverkehr. Ich liebe ja Kreisverkehre. Sowohl in OMSI als auch hier im ETS 2. Ist großartig. Mit dem LKW ist das noch viel spaßiger, so ein Kreisverkehr. Gegenverkehr. Ich wollte eigentlich immer Fernlicht ausprobieren, aber... Ah doch, jetzt können wir mal Fernlicht machen. Ah, jetzt. Oh, guck mal, wie weit man sehen kann. Ah, kommt eine Kreuzung. Außerdem sind Laternen. Machen wir wieder aus. Müssen wir mal schauen, dass wir mal eine richtige Landstraße finden. Kann es sein, dass wir schon wieder ein bisschen zu schnell sind? Ja. Zum Glück kontrolliert hier keiner. Gibt übrigens auch Blitze in dem Spiel. Aber die Entwickler waren so freundlich, dann immer davor zu warnen. Das heißt, irgendwo davor steht ein Schild. Jetzt kommt gleich ein Blitzer. Da kann man dann also schnell mal in die Bremse latschen und dann... So, wo müssen wir denn jetzt lang? Geradeaus. Wir sind auf der Hauptstraße. Wollen von der Hauptstraße runter. Also... Zack, nichts wie schnell rüber, bevor irgendeine KI auf die Idee kommt. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Hier können Sie Leute einstellen. Genau, richtig. Das ist wichtig. Später, wenn man mehr als einen LKW kauft, braucht man eben auch Fahrer, die die Dinger fahren, weil man kann ja nur mit einem fahren. Logischerweise. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Unfall verursacht. Ich war das nicht. Also wie gesagt, ich entschuldige mich für alles, was hier in diesem Spiel nicht gemäß StVO läuft, wobei jetzt hier in Polen nicht die StVO gilt, aber bestimmt auch irgend sowas. Und ja, jetzt steht auch bei meinem LKW, ja genau, das passiert dann nämlich, ne? Also er hat jetzt ordentlich Schaden bekommen, Achtung, Werkstatt aufsuchen. Ich werde jetzt aber keine Werkstatt aufsuchen, sondern versuchen, das Ding hier irgendwie noch zum Abschluss zu bringen, weil... Ja, also das macht man bitte nicht. Busse anfahren. Das mögen die Busse nicht. Stopp. Warum soll ich hier stoppen? Da ist der Zaun zu. Da stoppe ich doch nicht. Ich habe wohl irgendwo einen Stopp im Kopf. Ich glaube, wir sind schon wieder ein bisschen zu schnell. Ja. Na gut, aber wir wollen noch ankommen, bevor der LKW hier gleich alle Viere von sich schmeißt. So, wo müssen wir jetzt rum? Hier müssen wir jetzt rum. Ja, hier brauchen wir auch nicht stoppen. Das ist genau dieselbe Bahnstrecke immer noch. Hoppala! Also die Physik in dem Spiel ist nicht die allerrealistischste. Ja, also die LKWs hüppeln hier manchmal rum. Was, glaube ich, nicht der Realität entspricht. Oh Gott, wo müssen wir denn hier hin? Was ist das denn? Noch enger ging nicht. Du Schande. Wo müssen wir hier denn hin? Das meinte ich mit kreativer Straßengestaltung made in Poland. Was ist denn das für eine Straße? Leute! Wie soll ich denn hier Ware abliefern? Gottes Willen. So, aber wir sind dann doch noch heil angekommen. Also, heil kann man jetzt nicht sagen. Das werden wir auch dann gleich in der Auswertung sehen, dass... der das nicht so, ja, gute Arbeiten, naja, gute Arbeiten, 3,5% Schaden an der Fracht, der LKW war ja gerade ganz im Eimer, naja, das passiert. So, ich würde sagen, es gehen wir weiter, ADR-Klassen, und dann gucken wir mal, haben wir vielleicht noch ein bisschen was Kurzes, um die Folge noch voll zu machen. Gucken wir mal nach Streckenlänge, das nennen die kurz. Von Hamburg nach Kolding.
Da könnten wir vielleicht, wenn wir Glück haben, mal durch den Elbtunnel kommen. Das ist auch eine sehr. Mit einem Volvo machen wir noch schnell. Nach Keuding, das ist gleich sozusagen hinter der dänischen Grenze. Zumindest hier im Spiel. Ein alter Volvo, allerdings mit Navi. Licht an und los geht's. Fahren wir jetzt eigentlich durch den Elbtunnel? Kann das sein, dass wir da jetzt durchkommen? Das könnte sein, oder? Ich weiß nicht, aber ich meine, das hier ist Elbtunnel. Bitte haut mich, wenn es nicht stimmt, aber ich meine, das ist Elbtunnel. Und Elbtunnel ist schick. Gerade mit den ganzen also digitalen Schildern dann da und so weiter, was sie auch sehr schön im Spiel hier umgesetzt haben. Sieht schon sehr nice aus. Kann man nicht meckern. Aber jetzt müssen wir erstmal aus Hamburg irgendwie raus. Ah, also jetzt mal Volvo. Lenkt ein bisschen schwach, der Volvo, finde ich. Gerade. Liegt vielleicht auch an der Fracht da hinten dran. So, die Ampel ist jetzt aus, weil es ist ja kurz vor Mitternacht. Müssen wir jetzt also so gucken, dass wir hier rumkommen. Was nicht unbedingt leicht ist bei einer vierspurigen Straße, wenn ständig Autos kommen. Und dann noch ein Schild im Weg steht, den ich eigentlich nicht sehe. Entschuldigt, wenn ich jetzt mal die Außenkamera wechseln muss. Aber sonst sehe ich das einfach nicht. Können wir mal gleich einen Screenshot machen. So. Hat ja keiner gesehen. So, könnten wir dann jetzt mal, oder wie? Könnten mal die Autos da ausbleiben. Das wäre hervorragend. So, da von der Seite kommt schon mal nichts. Aber da von der Seite kommt auch gleich nichts mehr. So, fahr rum, Junge. Los. Hallo, rumfahren. Ach, das ist... Die KI ist manchmal so strutzend doof. So, kommen wir wieder die Innenansicht. So. Aufregung. Und das um Mitternacht. Also im Spiel um Mitternacht. Oh, 50 dürfen wir fahren. Knappe 80 fahren wir. Das ist noch im Rahmen der Toleranz, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir ja aber bremsen, weil wir müssen jetzt wieder links rum auf die Autobahn nach Kiel und Nord. So, manchmal bleibt die KI auch so wie er hier jetzt stehen und fahren wir einfach kackenfrech rum. Und dann geht das los. Uiuiuiuiuiuiui. Vorsichtig. Vorsichtig. Das könnte sonst Ärger geben. Ja, das hier ist ja auch eine wunderschöne Ansicht, oder? Also das ist ja... Wir müssen hier mal rüber. Kann das sein? Entschuldigung, aber... Oder müssen wir nicht rüber? Achso, Elbtunnel. Genau, wir fahren jetzt durch den Elbtunnel. Wunderschön. Allerdings müssen wir dann hier gleich nach dem Elbtunnel uns in der linken Spur halten, weil rechts eine Abfahrt ist. Wir fahren einfach schon mal links rüber. Oh, jetzt haben wir aber knapp 100 drauf. Das ist doch ein bisschen schnell. So. Die Geschwindigkeit ist schon angenehmer. Ja, der alte Volvo hat ja so einen kleinen Bug, dass er bei den höheren Geschwindigkeiten, also so 80, dass die Tachonadel nicht ganz da ist, wo halt die LKW-Geschwindigkeit ist. Also das ist immer so 1, 2 km daneben. Warum das ist, keine Ahnung. Bei den niedrigen Geschwindigkeiten, da passt die Tachonadel. Aber, das ist keine Ahnung, das muss so sein. So, das war also der Elbtunnel. Und jetzt sind wir durch und fahren dann jetzt weiter Richtung Norden. Richtung Kiel und Flensburg und halt Keuding, ne? Keuding ist ja unser Ziel. Steht ja auch schon dran, 234 Kilometer. Das sollte doch machbar sein. Wie lange brauchen wir da laut Route Advisor? 2 Stunden 53 Minuten in-game. Das ist relativ zügig. Aber ich werde wahrscheinlich die zukünftigen Folgen noch etwas kürzer halten, damit, ja... halt auch nicht so viel auf einmal zu gucken ist. Man möchte sich das ja einteilen.
dass wir vielleicht so eine Fahrt pro Folge machen. Oder wenn es dann halt später längere Fahrten gibt, dann eben auch mal eine Fahrt über zwei Folgen. Aber ich denke mal so zwischen 20 und 30 Minuten wird sich das einpendeln mit der Folgenlänge. Hier sind wir jetzt allerdings schon wieder bei knappen 35 Minuten. Ist auch relativ voll um die Uhrzeit auf der Autobahn hier. Es ist 12:30 Uhr nachts. Wo wollt ihr alle hin? Vor allem, warum fahrt ihr so langsam? So, dass ich wieder bremsen muss. Dass ich mich wieder ärgern muss. Könnt ihr mal bitte alle da rechts abfahren? Allesamt. Ja, du. Und er bremst. Hallo. Ah, er ist aufgewacht. Guck mal. So eine Hupe kann Sinn haben. Weil es, glaube ich, eher Zufall war, dass die KI jetzt genau in dem Moment schneller gefahren ist. Na, also das ist das, was ich meinte. Ich fahre jetzt 80, aber die Nadel ist so zwischen, 81, 82. Aber es wirklich ist nur in diesem Truck so. Zumindest ist es mir nur in diesem Truck aufgefallen, dass es so ist. So, jetzt sind es nur 140 Kilometer nach Keuling. Wir haben jetzt also in dieser kurzen Zeit wohl 100 Kilometer geschafft. Was, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz real. Also selbst in dem Spiel haben wir jetzt, glaube ich, keine 100 Kilometer gemacht in der kurzen Zeit. Ich glaube einfach, die Zahlen, die da draufstehen, ist nicht die noch in-game zurückzulegende Zahl, sondern die Zahl halt von dieser Anschlussstelle da gerade bis nach Keuling. Und das muss ja nicht immer dem entsprechen, was im Spiel dann tatsächlich umgesetzt wurde. Wo sind wir denn? Wer ist er denn? Hallo. Ja, die Autos selber sind auch keine Markenfahrzeuge. Also da wird man keine Marken. Natürlich, wenn man genau hinguckt, also vorhin der Mini zum Beispiel, der uns da genervt hat. Klar, das war ein Mini, aber steht halt nicht Mini dran. Ne? Das hier ist, glaube ich, VW Passat hier jetzt vor uns. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste das zumindest einem VW Passat nachempfunden sein. Und so sind die Autos schon natürlich real in Vorbild nachempfunden. Junge, was fährst du hier zusammen? Oh, kriegt man ja Herzinfarkt. Aber was der da zusammenfährt, das ist aber nicht schön. Er kann doch nicht so plötzlich auf der Autobahn bremsen im Verkehrsfluss. Ist der denn irre? Wenn ich mit einem 40-Tonner hinten drauf fahre, dann ist dein Kofferraum ein bisschen kleiner. Was ist denn das, was er der hier zusammenfährt? Meine Damen und Herren, wir fahren gerade 70 auf der Autobahn. Ja, fahr ab, Junge. Das ist das Beste, was du tun kannst. Fahr nochmal da rechts runter. Vielleicht ist da irgendwo eine Fahrschule, die du findest. Oh, Himmel, Herrgott. Also manchmal denkt man echt... Die gibt es übrigens auch im realen Leben, diese Autos. Also, diese Autofahrer, wie er. Verfolge da so einen YouTube-Kanal, auf dem das ausführlichst von einem LKW-Fahrer dokumentiert wird. Kann ich ja mal unten verlinken, den Kanal. Finde ich ganz unterhaltsam, so zwischendurch. Ne? Nicht selber ETS spielen, sondern auch mal anderen beim realen Truckfahren zugucken. Also der zeigt jetzt natürlich nicht ununterbrochen, wie er von A nach B fährt. Ich glaube, da würde man einschlafen. Sondern er zeigt halt Highlights, die eben auf dieser Fahrt passiert sind. Und das ist manchmal ganz lustig und manchmal auch einfach nur zum an den Kopf greifen, was deutsche Autofahrer so fabrizieren. Also, ne? So nach dem Motto, die Fahrradfahrer sind ja immer die Schlimmen. Schaut euch bitte diesen Kanal an, schaut euch die Videos da an. Nein, auch Autofahrer können grausamst fahren. Wobei ein Fahrradfahrer jetzt nicht auf der Autobahn antrifft. Hoffentlich nicht. So, wir sind übrigens derweil über die Grenze geholpert nach Dänemark. Sind jetzt also in Dänemark. Dürfen auch hier 80 fahren, wenn die da vorne nicht eine Vollbremsung auf der Autobahn machen würden. Hallo?
Leute. So, was war das jetzt für eine Aktion? Er fährt rüber und fährt noch genauso schnell wie vorher. Ach, Junge. Ich fahre jetzt aber auch rüber, denn der Kollege hier rechts ist mir tatsächlich ein bisschen extrem langsam. So, Herr Busfahrer. Das Gaspedal ist unten im Fußraum. Zumindest das letzte Mal, als ich mit dem Bus mitgefahren bin, war das Gaspedal da unten im Fußraum. Ey, da ist das ernsthaft, was der hier fährt. Ja, fahr bitte rüber. Dankeschön. Aber schneller fahren tut er immer noch nicht. So unbedingt. Hier ist übrigens das, was ich angesprochen habe. Ne? Links und rechts, jetzt sieht man schön die Reflexion da von den Begrenzungspollern oder wie auch immer man sie nennt. Sollen wir mal ein bisschen beschleunigen, damit wir ihn noch überholen. Dass wir einen Sicherheitsabstand einhalten, nicht, dass wir ihn direkt vor die Nase ziehen. Das ist auch sehr unhöflich, gerade mit dem LKW, weil dann sieht der Hintermann nichts mehr. Weil, wenn man so auf den LKW guckt, dann sieht man sieht man nach vorne nicht mehr viel. So, wir mal wieder ein bisschen bremsen, weil da vorne ist schon wieder so ein Kollege mit Autos hinten drauf. Autos. Der fährt also Autos durch die Lande. Na gut, von mir aus. Kommt hier gleich noch eine Raststätte, aber rasten wollen wir nicht. Wir sind ja gleich in Kolding. Das heißt, wenn der jetzt gleich noch langsamer fährt, sind wir gleich nicht in Kolding, sondern dann sind wir erst morgen in Kolding. Was ist das für einer? Mit gelben Kennzeichen? Niederlande vielleicht? Oder irgendwas da vom Norden aus? Ich glaube, Norwegen hat auch gelbe Kennzeichen. Haut mich, wenn es nicht stimmt. Auf jeden Fall eins der Länder da oben, also Schweden, Norwegen... Irgendeins davon hat auch gelbe Kennzeichen. So, Freundchen, was wird das hier? Ach. Ja, wir lassen Abstand. Ist okay. Wir fahren langsam. Ja, ist okay. Wir fahren mit 67 über die Autobahn. Ich glaube, ich sollte vor den Videoaufnahmen immer ein bisschen Baldrian zu mir nehmen. Damit mich die KI nicht allzu sehr aufregt. Aber Gott sei Dank dürfen wir jetzt hier abfahren nach Kolding. Oh, Kurve. Und dann sind wir jetzt von der Autobahn runter. Kommen jetzt wieder in einen Kreisverkehr. Gerade die nördlichen Länder lieben ihre Kreisverkehre. Wow, 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 wow. Ich habe beinahe das Hinweisschild mitgenommen. Dabei brauchen wir das gar nicht. So, und jetzt entdecken wir hier, glaube ich, gleich wieder irgendwas. Ja, da vorne ist ein Fragezeichen. Ja, entdecken wir wieder gleich was. Das ist immer schön. Was entdecken ist immer schön. So, kommt da einer? Kommt da keiner? Kommt da keiner? Wow. Mal schön hier die Kurve geschnitten. Und einen weiteren DAF-Händler entdeckt. Den hatten wir aber schon entdeckt. So. Und dann hier jetzt nochmal rechts rum. Kommt keiner, also ab. Oh, ein McDonald's. Das ist schön. Da können wir bestimmt den McDrive, obwohl als LKW-Fahrer, wird glaube ich nicht passieren. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Das Navi endet hier. Ich glaube, wir müssen da links und dann irgendwie rechts rum. Kann das sein? Ach ja, wir müssen... Müssen wir zu Lidl? Ja, wir müssen zu Lidl. Da habe ich was blinken sehen. Müssen wir jetzt aber erstmal hier irgendwie rumkommen. Warum stehe ich eigentlich auf der Geradeausspur zum rechts rum, links rumfahren? Oh, danke schön. Ihr wartet. Das ist nett. Ihr wartet nicht. Na, was denn? Oh, was steht er denn hier? Ja, da kann ich ja jetzt nur hier lang fahren. Ach, Junge. So, hier ist ein Fußgänger. Ups, der Fußgänger war nicht mehr da. Gut. So, jetzt müssen wir hier irgendwie rum, ohne die parkenden Autos mitzunehmen. Uiuiuiui, das ist knapp. Jo. Dann müssen wir hier abstellen. Was haben wir jetzt eigentlich geliefert? Was liefern wir gerade zu Lidl? Speiseeis. 14 Tonnen Speiseeis. Was will Lidl jetzt mit 14 Tonnen Speiseeis? Und warum kann ich den Auftrag nicht abschließen? Hallo? Hallo? Warum wird mir nicht angeboten, dass ich den Auftrag abschließen kann?
Ja gut, egal. Dann eben nicht. Dann versuche ich das jetzt noch rauszufinden. Verabschiede mich aber schon mal an der Stelle, weil wir sind jetzt schon bei 45 Minuten. Soll auch nicht zu lang werden. Und ja, deswegen jetzt ohne Abschluss des Auftrages verabschiede ich mich an der Stelle. Mal gucken, ob ich den gleich noch abgeschlossen kriege. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Freue mich über ein Like oder ein Abo. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.